So. Bin ich auch wieder da. Die Katzen sind gefüttert, sind wieder glücklich. Und wir können uns jetzt endlich auf die Reise machen. Steigen wir mal hier ein. Wird bestimmt eine Kuschelfahrt hier werden. Okay, schauen wir auf die Karte. Ja, das wird wieder... Lass mich da nach rechts. Ah, wird das so ein Schlauchding werden. Aber die Fahrt wird garantiert nicht chillig. Ich weiß gar nicht, was die haben. Also hier kann man doch ganz locker flockig fahren. Ja, wirklich viel sieht man nicht. Steige ich steil runter? Ich will einfach noch mal gucken. Es geht, ne? Ah, ne, 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 ne. Zwar zurück. Ich will da nicht wirklich runter. Das war jetzt knapp. Oh. Ich möchte hier mal aussteigen. Ah, ich hab's doch gewusst, dass man hier was einsammeln kann. Alles klar. Wieder einsteigen. Oh, was haben wir denn hier? Ah, kann ich euch nicht einfach umlegen hier? Oh, keine so gute Idee. Tschüss, Jungs. Ciao. Oh, oh. Den kann ich vielleicht nicht einfach so umnieten. Naja. Habe ich aber schon schwerer das gesehen. Und da hätten wir auch wieder was zum Einsammeln. Ist es jetzt gerade safe? Ja, ich würde schon sagen. Duck. Duck, 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 duck. Nice. Wieder Spielzeug. Und hier ebenfalls. Das lohnt sich auszusteigen. Können wir eigentlich gerade schon mal gucken bei der Ausrüstung, alles nehmen. Haben wir da irgendwas Geileres? Na, hier mal nicht. Hier auch nicht. Hier auch nicht, das ist alles Schrott. Schildbonus. Ja, dich hätte ich gerne. Und rüstungstechnisch... Mach halt auch noch nichts Besseres. Rex. Ah, warte mal. Krogana. Das rentiert sich bei dir nicht. Ansonsten vom Gewehr her. Bei dir wird das Sinn machen. Großkaliber. Ja. Ja, das werden wir auch mal wechseln. Und Upgrades. Da werden wir auch mal einen Wechsel machen.
Und da haben wir nichts. Das gleiche bei Garus. Nee, der hat schon sehr gut da auch. Okay, das war's. Dann einmal noch Aufstieg. Und ich hätte jetzt gern noch Schmeicheln ein paar Punkte. Coole Helme übrigens. Das sieht ziemlich badass aus. Okay, Abfahrt. Mal ganz kurz räuspern. So, wieder gut. Bin bereit. Überlegt man ja schon, ob ich mir nicht den Soundtrack hole. Ciao! Ah, da vorne ist irgendwas Großes. Ich sehe es noch nicht. Hä, wo denn? Ach, da. Ist das Komplex Nummer 15 da? Muss ja fast sein. Aber so riesig wie das ganze Unterfangen hier ist, müssen die einfach nur alle korrupt sein. Ich meine, das werde ich jetzt sehen, dass das ja sonst keiner mitkriegt, was hier abgeht. Da drüben hat es ein Geschütz. Kriege ich das von da? Die Richtung da. Okay, nicht wirklich. Dann machen wir das hier zuerst. Wow, einmal richtig schön gedauert. Ich möchte diese Richtung bitte. Ohne runterzufallen. Ich schaff das nur irgendwann mal. Irgendwann bin ich im Graben. Auf irgendeiner Map. Bist du? Ach, da oben. Mit einer Gott sei Dank da. Na, erwisch mich nicht. Ah, super. Gut, und da haben wir noch ein paar Kollegas. Irgendwo. Wo sind die denn? Sind die da drin? Okay, dann steigen wir mal aus. Ich hätte gern als Waffe dich so und du so. Das ist doch eine Falle, oder? Ja, natürlich. Scharfschütze vielleicht doch besser.
Es hat schon seinen Vorteil, wenn die KI nicht gerade die hellste ist, aber andererseits ist es halt irgendwo cheaten, ne? Was bist du? Geht's doch mal vor! Alter, was ist das? Okay. Dann wäre das jetzt hier erledigt. Hier haben wir noch irgendwo einen. Na komm her. Organa. Alter, in der letzten Minute. Hey, der heilt sich. Was zum... Warnung. Alle Gipfel 15 Einrichtungen haben große Schäden zu verzeichnen. Gefährliches biologisches Material ist in der gesamten Einrichtung präsent. Die Benutzeroberfläche der virtuellen Intelligenz ist offline. Meinst du mich mit gefährlichem Material? Wo ist Karus? Das war noch knapp. Einer meiner Partner ist weg. Ich glaube, der hängt da unten bei der Tür fest. Gut, spätestens im Lift ist er wieder da. Freund oder Feind? Welcher Idiot hat die Gefechtstürme falsch ausgerichtet? Es geht nicht um Verteidigung, sondern darum, ihre Leute in Schach zu halten. Okay. Hit. Ansonsten, da ist zu, da kommen wir auch wieder nicht rein. Was für eine Frechheit, die Gegner wollen nicht sterben. Oh, Cafeteria. Ich hätte gerne Lasagne. Ich hab mir gar nichts gefuttert. Futter mir erst mal nicht. Die. Ganz normales Personal habe ich hier noch nicht gesehen. Bis auf die Rüber da hier. Moinsen! Und gute Nacht. Was war das? Wohl nur Trümmer. Nur keine Panik. Ich bin der Beschützer meiner Nächsten. Oh oh. Was zum Fick? Fuck! Ich glaube, jetzt brauche ich eine andere Waffe. Die anderen, das passt. Ja. Alter. Ach, die kommt von da rein. Komm, ich komm hier nicht weg. Ah, jetzt komme ich hier drüber. Naja, Gott sei Dank sind die nicht wirklich stark.
Okay. Ja, einmal Heilung. Entsammeln. Und Level Up. Traditionswaffenforschung. Sieht doch niedlich. Willst du eins als Haustier haben? Kann ich mal nachfragen. Oh, was hat die? Was machst du? Biotech-Fertigkeit wird innerhalb. Ja, selbst unter Beschuss wird ein Teil des Schilds. Mach mal das da, mach mal das da. Bestimmt auch einer, der dann Spinne noch streicheln würde. Ja, ne, bleiben wir doch bei der Waffe. Ein Hilfsstromsystem, Commander. Muss für den Großrechner der Station sein. Dann nicht Züge hier an das Ding. Trotzzüge. Was ist hier Züge? Oh mein Gott. Züge. Ja, kannst du mir eins mitbringen? Ich versuch's. Ach da. Mira, Kern betreten. Nicht genug Energie für einen Neustart. Tja. Ach da, Energieanschluss öffnen. Schwerer Fehler beim Hochfahren. Die Benutzeroberfläche der virtuellen Intelligenz ist offline. Manueller Neustart erforderlich. Ah, okay. Und das mache ich wo? Das heißt zu wenig Strom. Ah, jetzt geht's auf einmal. Okay. Die können anscheinend nicht funktionsfähig sein. Sie können versuchen, die Datenbank manuell zu rekonstruieren oder universal. Universalgene einzusetzen, um schließen. Ich probiere es mal 400. Ah, ich habe gar nicht. Okay, ja, gut. Speicherkern 1 beschädigt. Modul zur Reaktivierung auf Kern 2 oder 3 zu führen. Klicken Sie zum Ende. Was ist jetzt hier so schwer? Ich versteh's nicht so ganz. Was muss ich hier machen? Verstanden. Mal können oder muss ja manuell. Speicherkern 1 beschädigt. Modul zur Reaktivierung auf Kern 2 oder 3. Also einfach nichts mehr in Kern 1. Yeah.
Ich bin verwirrt. Den kann ich da wieder nicht bewegen. Den nur in die Richtung. Wie kriege ich denn jetzt? Ich krieg den untersten einfach nicht weg. Kriege ich den untersten weg? Billig. Mann, ich bin jetzt sowas echt beschissen. Das ist doch ein bescheiden. Ich krieg den nicht weg. Ah, jetzt. Es ist ja nur Kern 1 beschädigt. Schauen wir mal. Okay. Das heißt, einer von den anderen muss also vollständig sein. Da schalte ich mal ganz kurz nach, weil ich bin sowas echt schlecht. Speicherkern. Ich weiß, das ist ein bisschen cheaten. Nicht so. Okay. Ups, Entschuldigung. Manuel. Okay. Der kommt dahin. Der kommt dahin. Du kommst dahin. Eins, 3:1. Aha. Drei zu eins, 1:2, 1:3. Geil. Warte mal, 2:3 war es zum Schluss. Ich kann nicht. Okay, ich muss nochmal machen. Das kann auch nur ich. Ich habe die Lösung und mach's mit der Lösung falsch. Also, 1:2. 1:3. 2:3.
1 zu 2, 3 zu 1, 3 zu 2, 1 zu 2, 1 zu 3, 2 zu 3, 2 zu 1, 3 zu 1. Hey. 1 zu 3 und 2 zu 3. Jetzt hab ich's. Wow. Ach, Sie scheinen die Station reparieren zu wollen. Benötigen Sie meine Hilfe? Verdammte Pop-up. Wie schalte ich das Ding aus? Dieses System ist darauf eingestellt, auf den Namen Mira zu reagieren. Würden Sie mir bitte auch Ihren Namen nennen? Commander Shepard. Ich arbeite für die Abteilung Special Tactics and Reconnaissance der Zitadelle. Einen Augenblick bitte. Autorisierung bestätigt. Ihre Level 2 Autorisierung für alle Systeme ist bestätigt. Bitte beachten Sie, dass Anfragen zu Forschungsarbeiten nur mit einer Level 3 Autorisierung beantwortet werden können. Eine Level 3 Autorisierung wird nur an die führenden Angestellten von BinHex vergeben. Das System ist jetzt bereit für Abfrageanwendungen. Sie können mich über alle holographischen Terminals in Gipfel 15 erreichen. Ich muss die Matriarchin Benesia finden. Lady Benesia hat den Passagierzug zu den Außenlaboren der Riftstation genommen. Warnmeldung! Warnmeldung! Das Zugsystem ist außer Betrieb. Was? Kann ich Zug fahren? Wie lässt sich die Situation hier beschreiben? Einen Augenblick bitte. Diagnoseprozess aktiv. Schwerer Fehler. Hauptreaktor wurde gemäß Notfalleindämmungsprozeduren abgeschaltet. Manueller Neustart erforderlich. Schwerer Fehler. Die Landleitungen sind nicht angeschlossen. Die Passagierzüge sind offline. Bericht Ende. Haben Sie noch weitere Fragen zum Systemstatus? Weißt du, warum der Reaktor abgeschaltet wurde? Tut mir leid. Zu dieser Zeit war ich offline. Der Reaktor wird deaktiviert, wenn eine Reaktorüberlastung droht oder ein kritisches Sicherheitsproblem im Laborbereich auftritt. Gemäß der Sicherheitsrichtlinien werden alle biologischen Gefahrenstoffe durch die kalte Umgebung unschädlich gemacht. Mechanische Gefahrenobjekte könnten ebenfalls Schaden nehmen. Dadurch soll alles abgetötet werden, was einer Umwelt gefährlich werden könnte. Was muss ich machen, um die Energiezuführung wiederherzustellen? Die Ventile zur Helium-3-Kraftstoffleitung müssen über die Steuerung der Reaktoreinheit geöffnet werden. Was sind die Landleitungen und warum wurden sie unterbrochen? Die Landleitungen verbinden meine Mainframes hier in der Central Station mit den verschiedenen Nebenanlagen von Gipfel 15. Dadurch kann die Crew aus der Geborgenheit und Sicherheit ihrer Labore auf meine Datenbanken zugreifen. Nach Einleitung der Sicherheitsmaßnahmen in den Sicherheitslaboren wurden die Kabelverbindungen automatisch gelöst. Das ist alles, was ich jetzt wissen muss. Natürlich, Commander. Ich melde Sie ab. Warnmeldung. Hauptreaktor wurde gemäß Notfalleindämmungsprozeduren abgeschaltet. Manueller Neustart erfolgt. Achtung! Landleitungsverbindungen sind deaktiviert. Die Passagierzüge sind außer Betrieb.
Sie befinden sich jetzt im Hauptreaktor. Warnmeldung. Hauptreaktor wurde gemäß Notfalleindämmungsprozeduren abgeschaltet. Manueller Neustart erforderlich. Warnmeldung. Hauptreaktor wurde gemäß Notfalleindämmungsprozeduren abgeschaltet. Manueller Neustart erforderlich. Achtung! Landleitungsverbindungen sind deaktiviert. Die Passagierzüge sind außer Betrieb. Warnmeldung. Die HE3 Kraftstoffleitung ist durchtrennt. Achtung! Landleitungsverbindungen sind deaktiviert. Die Passagierzüge sind außer Betrieb.
Landleitungsverbindungen sind deaktiviert. Die Passagierzüge sind außer Betrieb. Achtung! Landleitungsverbindungen sind deaktiviert. Die Passagierzüge sind außer Betrieb. Sie begeben sich jetzt zum Dach. Warnmeldung! Landleitungsverbindungen sind deaktiviert. Die Passagierzüge sind außer Betrieb. Verbindungen sind deaktiviert. Die Passagierzüge sind außer Betrieb. Wow, ich habe gerade gemerkt, dass mein Mikrofon gemutet war und ich habe von mir hingequatscht und lese gerade so ein paar Wochen ganze Gedanken versunken, dass er nichts sagt. Hä, hey, ich sag doch was. Bis ich dann so runterschaue, ich habe mein Mikrofon gemutet. Ja, dann hast du vermutlich die Antwort nicht gehört. Ja, ich werde alle Teile von Mass Effect spielen. Zeitlich habe ich dann noch sehr viel vor mir. Ich weiß nicht, ob ich alles streamen werde, aber ich werde es auf alle Fälle spielen. Das ist einfach ein geniales Spiel. Ah, nicht schon wieder. Einmal mit Profis arbeiten. Mikrofon gemutet. So, Zug fahren, endlich. Den Dekontaminations- und Transport-Hub. Warnmeldung. Freie Gefahrenstoffe in der Dekontaminationskammer. Zugang zu den Passagierzügen nicht empfohlen. Ach, das wird schon. Mach dir mal keine Sorgen. Achso, das setzt dem an. Sie sind eingeschlossen. Offenbar. Station dahinter. Die Tür. Okay, sehr gut. Das ist so ein Medikit wäre jetzt mal nicht schlecht. Die Kontrollgruppe im Labor ist außer Kontrolle. Sie sind wahnsinnig geworden. Wir können nicht weg. Sie kommen jetzt die Tunnel hoch. Es tut uns leid, es hat keiner geschafft, den Selbstzerstörungsmechanismus zu aktivieren. Rettet euch! Er hat sich selbst getötet, weil er Teil dessen war, was hier geschehen ist? Mein Volk wirft die Leichen von Selbstmördern den Aasfressern vor. Die Natak werden ihn bald finden. Verbindung wiederhergestellt. Daten werden geladen. Warnmeldung.
Verbindung zum Sicherheitslabor konnte nicht hergestellt werden. Ja. Das ist alles, was ich jetzt wissen muss. Okay. Natürlich, Commander. Ich melde Sie ab. Wir werden so oder so. Was? Wo denn? Und jetzt überhaupt random rein hier? Wow. Ich bin ja schon mal gespannt, wie das Transportsystem da gleich aussehen wird. Ach, ist das unser Zug hier? Die Monorail. Nice. Mit Panoramafenster. Coole Sache. Ja, warum eigentlich nicht? Abfahrt Central Station. Richtung Riftstation. Hui, weiß ich tatsächlich gar nicht. Ich werde es auf alle Fälle probieren. Aber wir es gibt Intimitäten. Intimitäten, so. Das war eine kurze Fahrt. Keiner sagt Hallo. Das glaube ich ja jetzt nicht. Okay, wir haben hier zwei Aufzüge. Einmal zum Labor. Und was auch immer das hier heißen soll. Noch ein Labor. Schlafräume? Mein Favorit. Da, Garus. Einsehen. Wegtreten. Tut mir leid, wir konnten nicht sicher sein, was in der Bahn ist. Keine Autopsie, kein Foul. Könntet ihr die Bahn bedienen, die Viecher? Ich mach mal das da. Ich wäre nur sauer geworden, wenn sie geschossen hätten. Selbst wenn sie auf Stims sind, kennen meine Leute die Regeln. Zwei Beine gut, vier Beine schlecht. Hören Sie, Sie sind ein Mensch und das ist Grund genug, nicht auf Sie zu schießen. Aber ich würde gern wissen, wer Sie sind. Ich heiße Shepard und ich bin ein Spectre. Einem schwer bewaffneten Gaul schaut man nicht ins Maul. Letzte Woche haben die Aliens das Sicherheitslabor überrannt. Nur Han-O-Lar konnte entkommen und seitdem tickt er nicht mehr ganz richtig. Wir konnten gar nicht so schnell gucken, wie diese Bastarde sich in meine Kommandoposten verbissen hatten. Und da waren wir noch gut besetzt. Wir haben sowas noch nie gesehen. Was wissen Sie darüber? Ich bin kein Xenobiologe. Sie sind schnell, bösartig und es gibt einen ganzen Haufen von ihnen. Der Aufsichtsrat schickte eine Asari, um hier aufzuräumen. Sie ist gestern ins Sicherheitslabor gegangen und seitdem haben wir nichts mehr von ihr gehört. Das wäre jetzt ein bisschen fies. Aber vermutlich komme ich eh nicht drum herum. Ja, lass mal mit dir mal reden. Venezia, ist sie noch dort? Keine Ahnung. Und ich weiß auch nicht, was eine Einzelne ausrichten könnte. Bei den Zügen gibt es einen Notaufzug. Mit dieser Karte können Sie ihn aktivieren. Er wird Sie runter ins Sicherheitslabor bringen. Wenn Sie erste Hilfe brauchen, gehen Sie zu Dr. Cohen unten in der Krankenstation. Was können Sie mir über die Aliens sagen? Fragen Sie Dr. O'Lar. Er ist der Einzige, der aus dem Sicherheitslabor entkommen konnte. Und er ist der einzige Volus hier. Wie schlagen sich Ihre Leute? Die erste Angriffswelle kam unerwartet. Sie konnten eindringen und wir haben einige gute Leute verloren. Demzufolge sind wir jetzt teillos unterbesetzt. Wir halten die Befehle aufrecht, indem wir lange Schichten fahren und Stims einwerfen. Mir gefällt das zwar gar nicht, aber ich sehe auch keine Alternative. Ich möchte mehr über die Situation im Sicherheitslabor wissen. Die Einrichtung hängt nicht mehr am Netz. Der einzige Weg, das herauszufinden, wäre Aufklärer mit dem Aufzug runterzuschicken. Aber ich werde keinen meiner Leute in den Tod schicken.
Kamen die Aliens aus dem Inneren dieser Einrichtung oder griffen sie von außen an? Wollen Sie meine ganz persönliche Meinung hören? Labore wie dieses existieren, um irgendeine Scheiße zu entwickeln, die andere Leute tötet. Erzählen Sie mir von der Architektur des Sicherheitslabors. Es wurde in einem Gletscher weiter unten im Berg gebaut und ist sehr alt, dick und stabil. Wenn etwas schief läuft, heizen sie es einfach auf und versenken es im Eis. Normalerweise gelangt die Crew mit einer Bahn von der Central Station zum Labor. Wir haben auch einen Aufzug, der direkt dorthin führt, aber der ist für Notfälle reserviert. Hören Sie mal. Ich werde meine Leute nicht dort runterschicken. Es ist einfach zu gefährlich, kapiert? Ja, ist klar. Okay. Ich habe noch zu tun. Ja, ich höre die... Verdammt, alle Mann ausschwärmen! Von wo? Wow. Geh aus dem Weg! Danke für die Hilfe. Alle paar Stunden kommt eine Gruppe durch den Bahntunnel. Es ist besser geworden, seit wir den Aufzug stillgelegt haben. Greifen die immer hier an? Ist doch eine offensichtliche Schlachtbank. Ihre einzige andere Option wäre über den Berg und durch die Schächte. Und sie frieren wie jeder andere auch. Ich weiß auch nicht, warum die immer wieder gegen unsere Verteidigungsanlagen rennen. Selbst Tiere sollten doch lernen, ihre Nase nicht dahin zu stecken, wo es weh tut. Okay, das war jetzt gerade ein bisschen schräg. Ich würde aber auf alle Fälle gern zu dem Doktor da. Fahrstuhl zum Zug. Martini-Labor. Was ist ein Geschäft? Sicherheit. Wollte ich jetzt nicht hin. Entschuldigung. Zum Zug. Aber wir gehen jetzt erstmal da gerade weiter. Zusammengefasst, du musst runter. Der einfache Weg geht nicht. Du musst außen rum. Ja, weil wäre ja zu schön gewesen. Was haben wir hier? Ja, haben wir gar nichts. Ich brauch Medi-Zeugs. Quarantäne, kranker Wissenschaftler. Also, krank im Sinne von du hast Husten oder krank, geistig krank. Vermutlich letzteres, ne? Kann ich hier rein? Sachen. Alles mitnehmen. Woher kamen die? Waren die im Labor? Ich war noch nie im Hochsicherheitsbereich. Nein, da gehe ich noch nicht hin. Wer bist du? Was? Ich verschwinde. Dann kann ich endlich weiter meditieren. Ja, mach du das mal. Unsicher. Ich heiße Sie willkommen. Vorsichtig. Ich möchte meine Neugier stillen und fragen, was Sie hier machen. Ich wurde geschickt, um eine Asari-Matriarchin zu finden. Überrascht. Ich sage, dass kürzlich eine hier war. Verstohlen. Gerüchte besagen, sie sei zum Sicherheitslabor gegangen. Freudig. Ich kann behaupten, noch einen begrenzten Teil meiner Ausrüstung zum Verkauf anbieten zu können. Lassen Sie mal sehen. Leider. Ein Großteil meines Bestands ist von Captain Ventralis beschlagnahmt worden. Ja, was ich jetzt bräuchte, wäre so Medi-Sachen. Ein Besalbezirk. Was ist denn das? Lizenzierter Foundation für den Ausrüstungsoffizier auf der Normandy. Kaufe ich mal. Der Rest interessiert mich eigentlich nicht. Wie gesagt, ich brauche Medizin. Doch, Medizin-Kit. Medikit! Jetzt haben wir aber trotzdem nur drei. Dr. Palaun. Was? Nein!
tut mir leid. Ich habe seit dem Angriff nicht viel geschlafen. Brauchen Sie etwas? Wie schlagen Sie sich? Es wäre wohl kleinlich, sich zu beschweren, wenn man gerade mit dem Gehirn eines Mitarbeiters bespritzt wurde. Seit dem Angriff hat keiner hier genug Schlaf bekommen. Natürlich haben nicht alle von uns Waffen. Was wissen Sie über das Sicherheitslabor? Nichts. Ich habe woanders gearbeitet. Soweit ich weiß, ist Han Ola der einzige Überlebende. Ja. Okay. Wir reden später weiter. Denken Sie daran, alle verdächtigen Geräusche zu melden. Ja, ist ja gut. Hier möchte ich noch nicht hingehen. Mal auf die Karte gucken. Da geht's zur Sicherheit weiter. Wachunterkünfte. Quarantänelabor. Gehen wir nochmal in den einen Bereich, wo wir noch nicht gewesen sind. Kann ich hier was machen? Nee. Müssen wir da jetzt überhaupt runter? Mal kurz gucken. Er sind auf der Suche nach Kreaturen, wenn auch sie zu bekämpfen. Der Boss sind über einen Notfahrstuhl zwischen der Betulis Barrikade und der Zugstation. Ach ja, fahren wir mit dem mal. Schauen, was wir da jetzt finden. Ah, das sind alle welche. Winston! Sie sind wegen denen hier, nicht wahr? Meinen Sie die Viecher da draußen? Ja. Ich bin der einzige Überlebende aus dem Sicherheitslabor. Ich möchte mehr über diese Dinger wissen. Über die Rachni? Verarschen Sie mich nicht. Das können keine Rachni sein. Die Kroganer haben sie vor 1000 Jahren ausgerottet. Sie fanden es in einem verlassenen Schiff. Das Ei wartete dort seit den letzten Angriffen. Sie brachten es hierher. Halt die Klappe! Himmel, willst du, dass wir alle umgebracht werden? Ich habe keine Kontrolle darüber, wer hier lebt oder stirbt. Du etwa? Wenn du durchknallst, dann bitte leise. Durchknallen? Ich bin völlig normal. So normal wie noch nie. Ich will alles über die Rachni wissen. Ich habe ihnen alles gesagt, was ich weiß. Wir haben die Rachni wiederbelebt. Im Nachhinein nicht die klügste Entscheidung. Das kann man wohl sagen. Ich habe gehört, dass sie im Sicherheitslabor waren. Wie konnten sie lebendig da rauskommen? Ich habe sie umgebracht. Antworten Sie. Dr. Sun Mua. Wir waren auf dem Weg zum Mittagessen, als der Alarm losging. Ich lief zur Bahn und schloss die Türen. Sie hämmerte einmal an das Fenster. Dann filettierten sie sie in kleine Stücke. Ihr Kopf zerplatzte wie eine reife Melone. Ich habe die Tür geschlossen. Ich habe sie umgebracht. Sagen Sie mir, was Sie wissen. Ich sorge dafür, dass Ihr Überleben einen Sinn ergibt. Glauben Sie, ich will Absolution? Es gibt keine. Könnte Matriarchin Benesia im Sicherheitslabor überlebt haben? Es ist möglich. Die Proben reagierten empfindlich auf Biotik. Mehr kriegen wir hier nicht. Dann werden wir hier nochmal alles mitnehmen, was wir mitnehmen können. Kurz orientieren. Ich glaube, da dürfen wir nicht rein, oder? Sie gehören nicht zur Crew. Nennen Sie mich Shepard. Ich bin ein Spectre und wurde von der Zitadelle geschickt. Es gibt keine menschlichen Spectre.
Hören Sie mal, dieser Plage ist es egal, wer Sie sind. Dieses Labor steht unter Quarantäne. Okay. Also da kann man nicht weiter. Von da sind wir gekommen. Also gibt es hier noch einen Weg zum Wartungsbereich. Gut, dürfen wir nicht hin. Na gut, dann gehen wir wieder. Da Richtung Zug. Der Kommandant hat uns ja diese eine Karte gegeben. Da können wir vermutlich mit dem anderen Fahrstuhl da runterfahren. Das wird bestimmt spaßig. Also, ist es überhaupt richtig hier? Badeziel nicht. Sicherheit. Wo geht's hier hin? Andererseits, ich probiere es mal hier durchzukommen. Einfach mal zu gucken, was passiert. Damit, ja, darf ich nicht durch. Guten Tag. Achtung! Sicherheitsprotokoll ist aktiv. Bitte kontaktieren Sie vor einer Wartung den Sicherheitsdienst. Oh, ich kann hier einfach rein. Das war vielleicht nicht so schlau. Das war sehr unüberlegt. Das war jetzt echt mies. Jetzt habe ich einen schlechten Ruf. Fuck. Das wollte ich wirklich nicht. Wirklich, wirklich, wirklich nicht. Aber es war eine Option. Ah, so ein Shit. Blöde ist halt, alles, was ich hier mache, hat auch Auswirkungen auf die anderen Teile. Das war nicht gut, das war nicht gut. Jetzt sind sie alle angepisst. Sicherheitsbereich, Ventilationsraum. Lass uns da mal reingehen. Oh, da ist sie ja, die Benezia. Ich tue mal kurz speichern. Auf einen neuen Slot. Sie wissen nicht, wie es ist, eine Mutter zu sein. Leben zu erzeugen bedeutet Macht. Ein Leben zu formen, ihm Zufriedenheit oder Verzweiflung zu verleihen. Ihre Kinder sollten die unseren sein. Aufgezogen, um Sarens Feinde aufzuspüren und zu töten. Haben Sie schon mal eine Asari-Kommandoeinheit gesehen? Wenige Menschen können das behaupten. Es gibt offensichtlich keine friedliche Lösung hierfür. Nein. Oh oh. Ja.
Schildboost, nein. Machen wir mal das. Barriere. Und wir machen das da. Das? Achso, das sind die. Okay. Wo? Wo seid ihr? Ich würde gerne mal auf das hier gehen. Du auf das und du auf das. Das bitte und das. Und ich brauche Heilung und wir machen doch lieber das. Okay, war das jetzt. Wo sind die anderen zwei? Hin? Ja, das ist okay. Ah, scheiße. So wenig Platz. Okay, zwei haben wir noch. Hier wird mal noch einer angezeigt. Das sind die zwei. Okay, das versuche ich jetzt nochmal mit dem Sniper. Sehr gut. Es ist noch nicht vorbei. Saren kann nicht aufgehalten werden. Mein Verstand ist voll von seinem Licht. Alles ist so klar. Die Rachni haben nicht mit ihnen kooperiert. Warum sollte ich es dann? Ich werde ihnen nicht verraten. Sie werden... Sie... Hören Sie zu. Saren ist noch in meinem Kopf und flüstert mir Dinge zu. Ich kann seine Beeinflussung bekämpfen, kurzzeitig. Aber die Indoktrination ist so stark. Wollen Sie damit sagen, dass er Ihnen eine Gehirnwäsche verpasst hat? Die Leute sind nicht sie selbst, wenn sie in Sarens Nähe sind. Man beginnt, ihn zu verherrlichen, ihn zu verehren. Man würde alles für ihn tun. Die Sovereign, sein Flaggschiff, ist der Schlüssel.
Sie ist ein Schlachtschiff von unglaublicher Größe und ihre Macht ist außergewöhnlich. Die Sovereign ist anders als andere Schiffe. Woher kommt sie? Kann ich nicht sagen. Die Gate haben sie nicht erbaut. Ihre Technologie ist fortgeschrittener als die jeder anderen Spezies. Je länger man an Bord bleibt, desto richtiger erscheint einem Sarens Verhalten. Man sitzt zu seinen Füßen und lächelt, während man von seinen Worten durchdrungen wird. Zuerst ist es ganz subtil. Ich dachte, ich wäre stark genug, um zu widerstehen. Stattdessen wurde ich zu einem willigen Instrument, erpicht zu dienen. Er schickte mich hierher, um herauszufinden, wo das Mu-Massenportal ist. Sein Standort galt tausende von Jahren als verschollen. Kann ich davon ausgehen, dass Sie die Koordinaten gefunden haben? Vor 2000 Jahren besiedelten die Rachni diese Gegend unserer Galaxis. Sie entdeckten das Portal. Die Rachni können Erinnerungen über ganze Generationen teilen. Und Königinnen können das Wissen ihrer Mütter erben. Ich konnte den Standort des Portals in den Gedanken der Königin lesen. Dabei war ich nicht gerade zimperlich. Sie können noch immer das Richtige tun. Teilen Sie diese Information mit mir. Ich war nicht ich selbst, aber ich hätte stärker sein müssen. Ich habe die Daten auf eine OSD geschrieben. Nehmen Sie sie. Bitte. Es reicht nicht, nur den Standort des Portals zu kennen. Wir müssen wissen, wie es von dort aus weitergeht. Saren wollte mir sein Ziel nicht mitteilen. Aber Sie müssen es schnell herausfinden. Ich habe ihm die Koordinaten übermittelt, bevor Sie eintrafen. Sie müssen mich aufhalten. Ich kann nicht. Seine Zähne sind ganz nah an meinem Ohr. Seine Finger streichen über meinen Rücken. Sie sollten... Oh, Sie sollten... Stirb. Mal ganz kurz. Ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass sie beeinflusst wird. Das hätte ich echt nicht gedacht. Also ich hätte schon gesagt, dass sie voll hinter ihm steht, aus eigener Überzeugung. Aber dass er sie beeinflusst und auch das Schiff da ein Faktor ist, das ist neu. Und es ist jetzt eigentlich falsch, sie zu töten, finde ich. Wir hätten die Tochter mitbringen sollen. Okay, also weiter geht's. Es tut mir leider wirklich leid. Ah, shit, ich kann gerade nichts machen. Ich bin am Ende. Sie müssen ihn aufhalten, Shepard. Bleiben Sie bei uns. Ich glaube, das wird gefährlich. Friedrische Boote, na, das will ich auch nicht machen. Alles in Ordnung, ist eine dumme Frage. Ich glaube, es... Ich halte es für falsch, aber sagen wir mal, bleiben Sie bei uns. Warten Sie, wir haben Medigel. Vielleicht können wir damit... Nein, er ist noch immer in meinem Kopf. Ich bin nicht vollständig ich selbst. Das werde ich nie wieder sein. Kein Licht? Es hieß doch immer, man würde ein helles... Oh. Oh. Ja, das war unnötig. Was sagt ihr dazu? So viel Eis und Schnee auf einem Haufen habe ich selten gesehen.
Die hier dient als unsere Stimme. Wir können nicht singen, nicht in dieser Enge. Eure Musik ist farblos. Wir haben genug Plasma in sie reingepumpt, um einen Panzer zu zerfetzen. Dieses Gefäß wird bald zerbrechen. Und doch wehrt sie sich. Du kannst ihre Größe allerdings nicht sehen. Wir hauchen ihre Glut an. Wir sind die Mutter. Wir singen für jene, die zurückblieben. Die Kinder, die ihr für verstummt hieltet. Wir sind Rachni. Wie können sie durch sie sprechen? Unsere Art singt, indem sie Gedanken berührt. Wir zupfen die Saiten und der andere versteht. Sie war leicht zu übermannen. Sie hat Farben, für die wir keinen Namen haben. Aber sie verblüht. Ihre Musik ist bittersüß, wunderschön. Die Kinder, die wir gebaren, wurden uns genommen, bevor sie das Singen erlernten. Wir haben sie an die Stille verloren. Beendet ihr Leiden. Sie können nicht gerettet werden. In ihrem jetzigen Zustand werden sie nur... Ich verstehe das nicht ganz. Warum töten ihre Kinder Leute? Diese Nadelmänner. Sie stahlen uns unsere Eier. Sie wollten unsere Kinder in Kriegsbestien verwandeln. Klauen mit keinen eigenen Liedern. Unsere Ältesten fürchten die Stille nicht. Aber Kinder kennen nur Angst, wenn niemand zu ihnen singt. Angst hat ihren Verstand zerschmettert. Das ergibt Sinn. Ein Baby, das man bis zum 16. Lebensjahr in einen Schrank sperrt, wird geistig nicht gesund sein. Okay, okay. Ich glaube nicht, dass sie mir die Wahl lassen werden. Bevor du zu unseren Kindern kommst, musst du an uns vorbei. Was wirst du singen? Lassen Sie mich frei? Werden wir ein weiteres Mal verklingen? An dem Ding sind Säuretanks festgemacht. Jagen Sie sie hoch! Millionen meiner Vorfahren sind gestorben, um diese Viecher auszurotten. Lassen Sie nicht zu, dass sie zurückkommen. Wenn Sie sie töten, rotten Sie eine gesamte Rasse aus. Wir sollten den Zitadellrat über Ihr Schicksal entscheiden lassen. Ihre Gefährten hören die Wahrheit. Du hast die Macht, uns zu befreien. Oder unser Volk wieder der Stille der Erinnerungen zu übergeben. Uff. Das ist jetzt schwierig. Ich weiß nicht so viel über sie, aber es wirkt nicht so, als wenn sie nur auf Krieg aus sind. Andererseits weiß ich auch nicht, warum sie den Krieg damals so geführt haben. Ich weiß nicht. Befreien, nicht töten. Was meint's denn ihr? Ich bin mir gerade echt unschlüssig, was ich machen soll. Ich werde sie nicht töten, ich werde sie befreien. Ich glaube, es ist beides eigentlich schlecht. Also töten, klar, es ist die ganze Rasse weg und wenn ich sie befreie, gibt es vielleicht dann in Zukunft Stress. Was gibt es denn bei Untersuchen? Ihre Pläne. Fangen wir da nochmal nach. Wenn ich sie leben lasse, werden sie dann wieder andere Rassen angreifen? Nein! Ich weiß nicht, was im Krieg passiert ist. Wir haben nur Missklänge gehört, Lieder mit der Farbe öliger Schatten. Wir würden einen
geheimen Ort suchen, an dem wir unseren Kindern Harmonie lehren könnten. Wenn sie verstehen, kommen wir vielleicht zurück. Sind sie Überlebende des Kriegs? Ein Klon? Das wissen wir nicht. Wir waren nur ein Ei und hörten Mutter in unseren Träumen weinen. Ein Klang aus dem All brachte eine Stimme nach der anderen zum Schweigen. Er zwang die Sänger, mit seiner eigenen, bitteren Melodie mitzuschwingen. Dann erwachten wir hier. Das letzte Echo jener, die von dem singenden Planeten stammen. Der Himmel schweigt. Andererseits, er, sie, es macht jetzt einen Neuanfang und hat nicht so viel von dem Alten mitgekriegt. Schwierig. Wo ihr meint nicht töten. Ja, okay. Ich werde sie nicht töten. Ich hoffe, das ist kein Fehler. Ich werde nicht ihre gesamte Rasse vernichten. Sie werden überleben und frei sein. Sind sie verrückt geworden? Ihr Volk hat ja nicht gegen diese Bastarde gekämpft. Weshalb sie es einfach nicht. Die Verbündete... Ob die da wirklich... Es ist so schwierig. Na. Ich würde die Rachni in Zukunft gern an unserer Seite sehen. Machen Sie, was Sie wollen. Meine Leute werden die Schweinerei hier später aufräumen. Genau wie damals für die Salarianer. Du wirst uns die Chance geben, uns neu zusammenzusetzen? Wir werden uns an dich erinnern. Und unseren Kindern von deiner Güte vorsingen. Ja, toll. Ungeziefer, das Lieder über sie schreibt. Denken Sie an meine Worte. Sie werden das noch bereuen. Ja, das glaube ich allerdings auch. Das, puh, es wird noch spannend, was das für Konsequenzen mit sich bringen wird. Ich muss mein Blut zum Zirkulieren bringen. Suchen Sie mir was zum Töten. Ja, das kann ich verstehen. Also sind wir jetzt hier fertig. Schauen wir mal kurz ins Tagebuch rein. Probleme in Hochsicherheitslaboren lösen. Die Matriarchen ist kein Problem mehr, aber die Rachen in den Hochsicherheitslaboren sind immer noch eine Gefahr. Okay, also um das müssen wir uns jetzt noch kümmern. Aber, boah, sieht das eklig aus. Bevor wir das jetzt machen werden, werde ich erstmal eine kleine Pause machen. Und zwar, jetzt mal ein bisschen länger. Jetzt haben wir 17 Uhr. 17.15 Uhr. Ich muss mich mal strecken, mal was trinken. Mal... diversen Bedürfnissen nachgehen. Erstmal eine kleine Pause. Also um 17.15 Uhr bin ich wieder da. Und ja, ich habe irgendwie voll Bock jetzt auf Mass Effect. Also erstmal Musik und dann bis gleich.